Ja, schönen guten Abend. 18 Uhr haben wir es fast. Wie immer an dieser Stelle nochmal ein kurzer Audio-Check. Wurde ja schon gefragt, ob es mit der Audioqualität so in Ordnung ist. Gib mir doch bitte ein kurzes Feedback. Am besten hier in den Chat rein. Okay, super. Man soll die Technik immer überprüfen. Das ist immer das, wo es nachher immer scheitert. Gar nicht mal so die Inhalte, sondern eher die Technik. Damit ärgert man sich immer die meiste Zeit rum. Okay, perfekt. 18 Uhr legen wir los. Ja, 6.1. Christoph Jans, mein Name. Wie immer, Markteinschätzung. Viel passiert heute im aktuellen Geschehen. Ich zeige euch mal, was da los gewesen ist. Kurze Übersicht, wie immer. Kennt ihr ja schon. Risiko und Weiß und dann Inhalte. Aktienempfehlung, dann einer der Hauptpunkte, Termine und natürlich das Special heute, China. Ich bin ein bisschen darauf eingegangen, wie der Handel mit China uns beeinflusst, wie er sich entwickelt hat und welche Werte besonders vom China-Handel auch ja, beeinflusst werden, welche DAX-Werte. Und das ist ganz interessant, sich das mal genau anzugucken, denn das spielt natürlich auch eine Rolle beim eigenen Investment. Ja, Risiko immer, der Anlage an der Börse ist natürlich mit Risiken behaftet und das wisst ihr natürlich alles. Ohne Aufklärung sollte man nicht agieren. Ja, natürlich das große Thema China-Beben. Ja, alles ausgelöst durch die Wirtschaftszeitung Caixin. Die hat immer so ein Barometer. Ja, und dann geht es immer um die Stimmung in der Industrie. Und ja, die hat leicht enttäuscht. Ja, gar nicht so dramatisch, aber das hat schon gereicht, um die aktuellen nervösen Märkte ja, aufzurütteln und fiel auch gleich der Shanghai-Index und der in Shenzhen, das sind die beiden großen in China, über 7%, 5% hat man den Handel erst eingestellt, damit die Märkte sich beruhigen, das ist noch gar nicht so häufig passiert. Ja, und nachdem sich die Märkte nach 5 Minuten, so lange war die Pause, beruhigt haben, fiel der Index aber auch weiter, also Verlust insgesamt 7%. Und daraufhin natürlich auch die anderen Indizes nachgefallen, ebenfalls gesunken. DAX seit Anfang der Woche über 4,3% im Minus. Und die chinesische Zentralbank hat auch gleich reagiert. Sie hat Stützungskäufe getätigt, und zwar über ihre staatlichen Fonds. Und die haben erstmal dafür gesorgt, dass man in Höhe von 18,4 Milliarden Euro Stützungskäufe für die einzelnen schwachen Werte und Märkte halt tätigt und da unterstützend eingreift, weil sonst hatte sich so eine Abwärtsspirale gebildet und der wollte man Einhalt bieten. Ja, und was man auch gemacht hat, man hat das Verkaufsverbot von Großaktionären, das hat man verlängert, man hat es ja zeitlich befristet, also Großaktionäre, die Aktienpakete größer als 5% halten, durften eine Weile halt nach dem letzten Crash ihre Verkäufe nicht durchführen und also dieses Verkaufsverbot hat man jetzt verlängert. Ja, und natürlich ein großes Problem in der Volksrepublik, wie ich gelesen habe, ein Viertel aller Unternehmen in der Volksrepublik halten Kredite in Dollar und erzielen aber ihre Gewinne in Yuan. Und natürlich schlecht, die Schulden in Folge. Das hier aktuell auf dem Fokus ist, und zwar wird es weg vom reinen Exportland gehen hin zur stärkeren Fokussierung auf den Konsum und die Dienstleistung, also auf die Nachfrage im Inland, ne? Also die eigene Konsumnachfrage. Und das soll in Zukunft so das Businessmodell sein. Wir werden also uns in Zukunft auf extrem turbulente Zeiten einstellen müssen. Aber ich gehe noch ein bisschen näher auf die aktuellen Daten und Fakten in China ein. Nach meinen einzelnen Werten. Das ist ein großes Thema. Situation am Golf. Iran und Beziehung.
ich sag mal, gerauft hat und wieder miteinander gesprochen hat. Das alles drückt natürlich auf den Ölpreis und das sind ja die beiden großen Mächte am Golf. Da natürlich jetzt die China-Krise, weil natürlich das der Abnehmer ist. Und da nimmt die Nachfrage nach Erdöl natürlich aktuell auch ab. Wie gesagt, fast 5% ging es heute runter auf 34,48 und das Gold hat sich behauptet, ist Krisennutznießer dieser ganzen Atmosphäre. Knappes Prozent rauf auf 1090 Euro US-Dollar unverändert. DAX minus 1,38% auf 10.177 Punkte. Dow Jones 1,2% auf 16.000. Also kurzer Überblick über unsere Major-Indizes. So, hier ist mein Metatrader wie immer. Hier das Rohöl und hier sieht das Rohöl. Hatten wir meine Zeichentools zur Seite wie immer. Da haben wir sie auch schon. Textmarker. Also hier diese Linie, das ist hier der Öl gefallen und heute 1630 Grad noch Erdöllagerbestände und Lager von ersten und das drückt natürlich auf den Preis. Rohöl fällt in Folge. Hier das Low hatten wir aber auch schon gesehen bei 34,14. Hier das war knapp am, zeige ich es mal ein hier, am 21.12. war das. Ja, da haben wir schon diesen Preis einmal gesehen. Das wird jetzt wirklich das Rohöl ja erholt auf bis zu 38,29 hier, ein bisschen darüber. Und das hier also die Abwärtsbewegung. Und es wird wahrscheinlich auch Mitte des Jahres soweit sein. Iran wird seine Ölförderung vergrößern um 500.000 Barrel. Und das trägt natürlich seinen Teil dazu bei, zur weltweiten Überversorgung. Und aktuell viel zu viel Öl am Markt und die Amis natürlich gerade nicht gerade die großen Käufer am Markt, können ihren Bedarf selber decken und wie gesagt, die Nachfrage kommt dann noch dazu und so haben wir hier fallenden Ölpreis und freut natürlich alle Autofahrer, aber Anleger auf der Long-Seite überhaupt nicht. Ich hoffe, da sind noch nicht so viele zu finden. Schauen wir mal zum Gold. Das Gold, da ja das aktuelle Nutznießer der aktuellen Krise. Und Gold macht heute 1,15% auf knapp 1080. Ja, genau, das hier noch über meiner Range, noch drüber. Also hier das Gold. Seit dem 4.12. ist das hier. Das ist im Grunde dieser Bereich. Bewegt sich das Gold hier in der Seitwärts-Range und hat jetzt erst seit knapp 1090. Das ist hier oben zu sehen. Mal genauer darauf eingehen hier. Genau, was haben wir hier? 1092 waren es, genau. Ist auch schon wieder raus aus meinem Bereich. Also hier Gold, eigentlich in der Seitwärtsphase begriffen, weil aktuell an anderen Märkten mehr zu holen ist und die Zinsen steigen ja auch und auch die Renditen an den Märkten in den USA werden. Da muss man einfach nicht in Gold investieren. Ja, Gold dürfte auch in Zukunft weiter unter Druck geraten. Gewesen sein mit dem Aufwärtstrend hier. Denn natürlich haben wir es vielleicht schon gehört, wird es weitere Zinsschritte geben. Also die Fed wird die Zinsen weiter anheben. Und es ist jetzt aktuell sogar noch die Rede von 4 weiteren Schritten. Gehen aber später darauf ein. Zunächst hatten wir von 2 Schritten jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr, jetzt 2016 halt schon gehört, aber eventuell werden es sogar 4. Ja, eigentlich ist es gar nicht so sehr die physische Nachfrage nach Gold recht hoch. Das sind eher die Spekulationsgold treiben. Also fundamental Daten eigentlich gut,
Aber der Kurs hat sich komplett von den Fundamentaldaten, also hier von Käufen und Verkäufen, also den wirklichen Käufen und Verkäufen, abgekoppelt. Und ja, Anleger suchen hier kurzfristig einfach eine Sicherheit für ihr Geld. Und wie gesagt, die Fed steht auch aktuell hinter den Spekulanten und möchte auch, dass die Aktienhausse weitergeht. Und das tut dem Gold überhaupt nicht gut. Also hier wahrscheinlich auch in Zukunft noch diesen Bereich hier zwischen 1090 und hier diesen Bereich 1046. Das hatten wir hier am 3.12. schon gesehen. Also im Euro-US-Dollar. Also nahezu unverändert. Ich habe das jetzt mal grün eingezeichnet, aber eigentlich ist es hier eine neutrale. Ihr seht das hier. Neun bis 1.1061. Und wir sind das Folge der Thema dieses Jahr. Heute hat man noch Daten aus der Eurozone, und zwar hatten wir hier Inflationsdaten, und die Inflation für in Europa. In der Eurozone liegt aktuell bei knapp statt wie erwartet 0,3. Daraufhin der Euro nochmal nachgegeben, hat sein Übriges dazu beigetragen. Und so wird das wahrscheinlich auch nochmal bei der nächsten EZB-Sitzung, die ist am März jetzt, nochmal vielleicht zu einem Gespräch kommen, ob es vielleicht weitere Geldlockerungen geben wird. Die NordLB, die spekuliert darüber, 2016 könnte es also eventuell weitere Maßnahmen geben. Das Anleihenkaufprogramm ist ja jetzt ja schon verlängert worden bis März 2017 allerdings sogar. Aber eventuell könnte laut Commerzbank Krämer, so heißt der Analyst, noch einmal eine Veränderung des Strafzinses für Banken kommen, also der Einlagenzins, das Geld, das Banken bei der EZB parken, wird ja aktuell negativ verzinst mit 0,3%. Das könnte aber einfach auch mal verschärft werden auf 0,4. Also auch der Euro hier im Fallen begriffen. Aktuell also hier im Low bei 10709. Ja, unser DAX, der hat hier auch federn lassen. Sogar noch ein bisschen mehr als der Dow, da komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also DAX hier bei minus 1,38% auf 10.177. Und er hat hier auch schon noch den Bereich von hier oben, muss noch rüber gehen. Ja, genau hier vorne hatten wir es gesehen. Dieses Low hier, und zwar hier am 14.12. hatten wir das Low schon gesehen und haben wir auch unterschritten. Also hier der DAX noch tiefer gefallen auf 1094, und das Low am 14.12. es lag bei 10.120. Da sind wir also noch weiter drunter. Das ist also der neue Tiefpunkt hier, 10.094. Und wir haben ja so richtig so einen Cut. Na, sehen wir hier, Folge der China-Krise. Das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen. Ja, da waren das andere Gründe, die dazu geführt haben. Entweder war es Griechenland oder ja, China war auch schon einmal dabei. Ist ja jetzt im Grunde die zweite größere China-Krise in Folge. Also hier hat der DAX federn lassen müssen. Und ja, wer war heute wer den DAX heute auf jeden Fall bewegt, das war die Infineon. Tagesgewinner hatten wir hier die Lufthansa 1,64%. Da haben HSBC-Analysten das Kursziel der Lufthansa 1,5 angehoben, ja, und die Einstellung auf Buy verändert. Und zwar begründet das HSBC damit, dass
der Arbeitskampfsituation sich entspannt hat, beim Branchenprimus sowie das Engagement des Managements, eine Billigflugtochter Eurowings aufzubauen und da dem Markt Paroli zu bieten. Also hier Lufthansa treibt den DAX etwas nach oben, 1,64%. Das hat aber nicht gereicht für ein grundsätzliches Plus des DAX, denn wir hatten sehr viele Tagesverlierer. Wir haben die Infineon, knappes Prozent, 5% im Minus, 5,14. Und da hatten wir eine Einschätzung, dass das, haben wir sie nochmal, die Infineon genau. Bernstein Research, der Pierre Ferragu hat die Aktie von Buy auf neutral gesetzt, Ziel jetzt 14 und das hat die Aktie gedrückt und dann haben wir noch weitere Tagesverlierer, natürlich die Autobranche, BMW minus 5%, Conti minus 3,5%, Daimler ebenfalls minus 3,5%. Trübe Absatzzahlen waren der Grund dafür bereits gestern ja schon vermeldet. Am boomenden US-Markt machen sie den deutschen Autohersteller aktuell nicht so gut. Ganz im Gegenteil, Gegensatz zu GM und Ford, ja, Toyota natürlich auch. Die machen sehr große Sprünge am US-Markt. Und ja, VW hat seit gestern, ich sag mal, auf die Mütze bekommen, wegen der Klage, die jetzt eingereicht wurde, bezüglich des Abgasskandals. Ja, aber interessant natürlich in diesem Zusammenhang hier der Dow. Minus 1,2% macht er hier auf 16.952. Und nochmal meine Zeichenschrift raus. Hier im Low aktuell schon bei 16.759. Und wir hatten hier einen High hier gesehen bei 17.656. Und auch heute hier hat er diese Wegstrecke nach unten genommen. Also Dow auch schon länger ein Verlierer. Und zwar auch schon aufs Jahr gesehen hier minus 2%. Und hier oben ist nochmal das High dargestellt. Muss ein bisschen weiter rausscrollen. Hier oben seht ihr es jetzt. Genau, ist es hier in der 4-Stunden-Ansicht. Dann seht ihr hier, oder da oben hatte hier der 17.903 und hat diese ganze Wegstrecke hier nach unten genommen. Also hier die Hausse vorbei. Und ja, die Fed versucht diese künstlich zu verlängern. Aber letzten Endes sind wir hier schon in der Rezession begriffen am US-Markt. Und hier darum hier der Fall von 17.903 auf 16.759. Und ja, der Dow hier in diesem Abwärtstrend begriffen. Genau, das ist genau dieser Bereich hier. Da macht er hier seine Bewegung nach unten, ganz gemächlich. Und ja, was hatten wir heute gesehen? Non-Farm-Arbeitsplätze, 14.15 Uhr. Die waren recht positiv. Auch die Handelsbilanzdefizit ist niedriger ausgefallen als erwartet. Um 14.30 Uhr ist der Fall. Hat aber dem Dow trotzdem nicht geholfen. Und was ist der Grund für den fallenden Dow? Natürlich zum einen der starke Dollar, der drückt auf die Exporte, verteuert amerikanische Waren. Alles, was exportiert wird, wird dann teurer für uns. Und dann haben wir in der Vergangenheit schon Konjunkturdaten gesehen, die auf eine Rezession hindeuteten. Also hier das High längst überschritten, ihr habt das gesehen. Der DAX jetzt im Fallen begriffen, zieht hier gemächlich seine Bahn nach unten und natürlich die Zinsanhebung, das ist natürlich ein Punkt für die Unternehmen. Die Verschuldung wird teurer, Zinskosten werden höher. Und ja, nächster Termin bei der Fed ist auch ebenfalls der März, genau wie bei der EZB. Da ist die nächste Sitzung. Und ja, das könnte bereits wieder zu einer nächsten Anpassung kommen, zu einer nächsten Zinsanhebung. Und wie ich es vorhin schon angekündigt habe, gibt es möglicherweise nicht zwei Anhebungen dieses Jahr, sondern eventuell sogar vier. Und so war das der Vizechef Stanley Fischer, der hat die Zahl von vier ins Spiel gebracht. Und ja, könnten wir uns noch auf was gefasst machen dieses Jahr. Tagesgewinner war in diesem Fall die Walmart. 1,27% hat das Unternehmen gewonnen. Und zwar integriert Walmart den Masterpass als Zahlungsmethode. Das ist eine Methode, schnell Waren an der Kasse zu bezahlen von Mastercard. Das ist ein Produkt. Tagesverlierer war die Chevron, ja, infolge des fallenden Ölpreises minus 3,24%.
drückt der Ölpreis auf die Aktie der Chevron und Boeing verliert ebenfalls sehr stark 2,48%. Und insgesamt zieht es halt den Dow minus 1,2% nach unten. Okay. Kommen wir zu den Aktienempfehlungen der Woche. Schauen wir uns zunächst nochmal an, was ich euch letzte Woche empfohlen habe, natürlich. Aktienempfehlung, das war der 30.12., kurz vor Jahreswechsel. Was habe ich da mitgebracht? Das war zum einen, ja, die Infineon war das, genau. Hier, Kürzel XTR IFXGN, Infineon Technologies. Und ja, das ist ein ganz interessanter Wert. Aktuell ja sehr viel los am Halbleitermarkt. Und es gab halt, wie gesagt, heute eine Einschätzung von Bernstein Research, hat den Wert von Bayer neutral gesetzt, aber immer noch Kursziel 14. Ist immer noch über dem aktuellen Niveau. Wir sind aktuell hier im Low bei 12,20 € und wie gesagt, Bernstein Research sieht hier das Ziel bei 14. Ist es halt immer noch kein klassisches Buy, sondern eine neutrale Haltung, aber immer noch positiv gestimmt. Ist also noch knapp 2 € noch unter den aktuellen Wert. Ja, und insbesondere die Autobranche, davon profitiert, die liefern ja sehr viel Elektronik in diesem Bereich. Und ja, Rückenwind gibt es insbesondere durch gut laufende Geschäfte und die gelungene Integration des milliardenschweren Zukaufs International Rectifier. Ja, und daneben gibt es natürlich das allgemeine Übernahmefieber in der Halbleiterbranche. Wie gesagt, NXP hat ja Freescale gekauft und Avago hat ja bereits Broadcom gekauft und da wird immer sehr viel gemunkelt und ob vielleicht Infineon doch in Japan noch mal aktiv wird, da hat man aktuell noch nicht so viel Standing. Also hier auch bei belassen aus meiner Sicht, hat er so zum Kauf empfohlen. Vielleicht eine Möglichkeit zum Einstieg, hat genau hier seinen Turnaround hier vollzogen, hier in diesem Aufwärtsbereich und zieht die Aktie wieder an und ja, 14 könnte ein mögliches Ziel sein. Zweiter Wert von der letzten Woche, ja, die Volkswagen. Da hatte mich ein Kunde gefragt, ob ich nicht mal Turnaround könnte. Und die Volkswagen, die hat ja den Turnaround möglicherweise hier schon vollzogen, ganze Zeit ja gefallen. Und ja, seit dem 5.10. steigt die Volkswagen. Ja, ist natürlich ein spekulatives Investment, weil natürlich die Klage natürlich im Haus. Man weiß ja auch jetzt auch ungefähr, wie viel Geld es geht. Die Zahl, die die US-Behörde, also das US-Gericht genannt hat, die im Raum steht, die hatte man auch schon erwartet und somit ist dieser Wert möglich auch schon eingepreist. Also wir haben hier die Aktie hier im Low gesehen bei 86,29, aktuell hier im Low bei 115 bereits wieder, also knapp 116. Also mögliches Long Investment, schon mal ein guter Einstieg hier. Zieht ja auch gemächlich seine Bahn nach oben und gibt natürlich nichts Positives über die Volkswagen zu berichten, aber auf einer technischen Sicht könnte ich mir vorstellen, ist das hier auch nochmal ein guter Einstieg. Was hatten wir noch? Wir hatten hier die Elring Klinger, genau, das ist ein zweiter Turnaround-Kandidat. Also Elring Klinger, Autozulieferer und sehr abhängig von der Autobranche und der Chart sieht fast identisch aus. Man könnte ihn fast darüber legen über die Volkswagen-Aktie, auch hier im Low bei 16,54 und hier im Anstieg begriffen, aktuell bei 22 und 14. War aber bereits schon bei 24,34 und kann sich natürlich nicht ganz vom Gesamtmarktlage abkoppeln, aber hier würde ich auch auf bei belassen. Was hat man noch? Wir hatten die Bed Bath & Beyond, also so ein Heimausstatter. Die konkurrieren leider mit der Amazon und Amazon ja sehr viele Verschönerungsartikel und so, ja, so House-Equipment, sag mal so, Regale und Badartikel und so. Und ja, leider ist der Wettbewerber Amazon mitunter und genau wie die Staples und Walmart leidet der Wert sehr stark unter der Konkurrenz. Und so muss das Unternehmen auch seine Ertragsaussichten für Q3 und Q4 revidieren und kassieren. Also hier ganz klarer Sell-Kandidat und dabei belassen wir es auch aktuell hier im Low bei 47,22 $.
Okay. Dann hat man noch die NetApp, das war der fünfte Wert, hatte ich euch auch zum Verkauf empfohlen. NetApp, ja, so ein Flash-Speicheranbieter, wie wir zum Beispiel in so kleinen USB-Speichern haben oder Festplatten, ja, die so jetzt so ohne rotierende Elemente mehr sind, also harte Festplatten sozusagen, wenn man so sagt, man sagen kann. Und ja, da hatten wir zwei Analysemeinungen. Vom 28.12. da hat der Analyst Lake Street halten gesagt und dieses auf $32 gesenkt, also von $36 auf $32 gesenkt. Und ja, 32 hatten wir jetzt aber auch schon lange gesehen, das war hier dieser Bereich, und hier oben die 36 hat er also seine Analyse eingehalten. Und RBC Capital Markets hat ebenfalls eine Herabstufung vorgenommen, und das war bereits am 22.12., also keine positiven Meldungen. Und der Wert fällt weiter. Ja. Ich kann ja nochmal gucken, wo meine Einschätzung hier vorgenommen habe. Also meine Markteinschätzung vom 30.12. Genau, das war hier. Ja, genau. Dieser Bereich war das. Und zwar hier habe ich euch die zum Verkauf holen. Und dem hat er nochmal $2 verloren. Also diesen Bereich hat er noch. Also würde ich auch auf selbe lassen. Keine positiven Nachrichten. Da muss man das Geschäftsmodell nochmal überdenken. Ist natürlich auch ein sehr kostenintensiver Bereich. Und ja, was habe ich mitgebracht diese Woche? Fünf Werte. Schauen wir uns mal den ersten an, bevor wir zu lernen. Das ist einmal die Disney. Disney aktuell ja im Munde bezüglich Star Wars Film, ne? Star Wars 7. Aber es gibt da Meldungen, dass Star Wars der Ertrag an den Kinokassen bereits eingepreist sei. Und ja, aktuell hat Star Wars 1,5 Milliarden Dollar eingespielt. Das ist eine unglaubliche Summe. Und ja, Experten halten auch den Umsatzstieg bereits vorausgesagt. 13,5 Milliarden hatte man gerechnet, und das ist marginal daneben, trotzdem nicht positiv überrascht. Was aktuell Resorts, allerdings stagniert das Geschäft bei den Studios, und da zählt halt auch Star Wars dazu. Aber nicht nur Star Wars ist im Portfolio der Disney, sondern auch Pixar, Marvel, die ganzen Comics von Marvel und Disney Pictures natürlich. Schauen wir uns mal den Wert selber an. Disney hier, Kürzel USA.dis, und dann seht ihr auch der Turnaround, den hat die Disney bereits vollzogen hier. Hier das High bei 120,62 und die Low bei 46. Macht hier starke Sprünge nach unten. Disney vielleicht auch ein Wert, der unter dem starken Dollar leidet. Viele Waren des Konzerns natürlich gehen auch, werden auch außerhalb Europas, USA verkauft. Und würde ich euch zum Verkauf empfehlen. Wir hatten hier noch eine Meldung von am 16.12. allerdings bereits. Goldman Sachs hat den Wert 110 auf $112 empfohlen. Da sind wir aber schon lange darunter, und weitere Meldungen gab es zu diesem Wert aktuell auch gar nicht. Also meine erste Verkaufsempfehlung, die Disney. Zweiter Wert dieser Woche ist die Lanxess. Ja, Lanxess macht in einem Monat minus 8% und die ganze Woche bereits minus 3%.
Von BASF ist aktiv in Kautschukproduktion und aktuell macht der Preisdruck beim synthetischen Kautschuk dem Unternehmen zu schaffen. Und wie gesagt, in 6 Monaten steht sie auch nochmal, sind sogar 22%, den der Wert federn lässt. Schauen wir uns den Wert mal genauer an. Die Lanzess hier Kürzel XTR.LXSG und hier im Low bei aktuell bei 39,46 €. Wir hatten sie hier gesehen am 4.11., ist noch gar nicht so lange her, bei 51, also hier knappes Fünftel an Wert verloren. Und wir hatten hier zwei Meldungen. 17.12. Morgan Stanley hat den Wert neutral gemeldet, 40, knapp 41 €. Ja, der Kurs, weil wir jetzt 37,60 sehen, das ist dieser Bereich hier. Und natürlich auch das Geschäft natürlich an die Autobranche gekoppelt. Wenn es also der Autobranche nicht gut geht, dann leiden natürlich eine ganze Menge andere. Bezüglich der Reifenproduktion, wobei Reifen nur 25% ausmacht. Zusammen sind das schon 45 und das ist halt der Großteil des Geschäfts schon fast. Und ja, das hat natürlich hier direkt einen Einfluss auf den Kurs. Nächster Wert. Dritte Empfehlung der Woche ist die Moment. Das muss noch mal kurz überarbeitet werden. Entschuldigung, das ist nicht ganz richtig. Ich habe in der Kürze der Zeit übersehen. Das muss hier Salzgitter sein. So, Entschuldigung. Jetzt stimmt es auch. Ja, genau. Hätte ja auch sonst nicht gepasst mit der Stadt. Okay, also Salzgitter, ebenfalls eine Kaufempfehlung. 2% in einem Monat. Und diese Woche bereits 0,38%. Und dann mal kurz den Wert angucken. Ja. Kürzel ist XTR SZGG. Die Euro 16 und im Low bei 20,90 €. Jetzt ist leicht erholt, aber in Kürze stehen noch wichtige Daten an. Zwar wird es in Kürze eine Tarifregelung geben und Handelsmaßnahmen am Stahlmarkt in den USA. Und das ist ja so, dass den Chinesen Preisdumping am Stahlmarkt, ja, man vermutet dort Preisdumping am Stahlmarkt. Und dagegen möchte man sich ja bitte schützen durch Importe, die hier halt begrenzt werden. Und dadurch könnte sich der Stahlpreis langfristig erholen. Also die Entscheidung wird in Kürze fallen. Auch ein Problem sind seit längerem die Überkapazitäten am Stahlmarkt. Es wird viel zu viel Stahl am Markt angeboten. Und ja, so will man halt die Exportoffensive aus China stoppen mit Importbegrenzungen. Also weniger Stahl aus China soll importiert werden. Und ja, trotzdem leidet Salzgitter unter dem schlechten Stahlpreis, verliert hier von 28,16 auf 20 jetzt. Also ein gutes Drittel, das ist eine ganze Menge. Also hier spekulativ. Weil wir hier schon wieder eine Aufwärtstendenz sehen. Muss man Abwicklung halt vollzieht. Und wenn das einen positiven Ausgang gibt, dann könnte das hier schon wieder. Ja, habt es eben schon gesehen. Ich habe mal schon eine weitergeschaltet. Empfehlung, die Hugo Boss in diesem Fall.
Ja, auch die Hugo Boss lässt federn -8 in einem Monat. Und diese Woche sind es bereits 4%. Und es gibt eine mögliche Gewinnwarnung. Sogar Modemarkt. Und die Terroristenanschläge haben auch ihr Übriges zum Umsatz in den Metropolen beigetragen. Schauen wir uns noch mal den Kurs der Hugo Boss an. Das Kürzel ist XTRBOSS. Wie praktisch. Und ihr seht hier den Kursverlauf der Hugo Boss. Hier von 167 gefallen. Das war bereits am 7. Oktober auf 70,33 Euro. Und es gibt so ein paar Empfehlungen hier. Die wurden aber bereits schon kassiert. BNP Paribas hat das Kursziel von 12 auf 103 gesenkt. Aber da sind wir auch schon meilenweit von entfernt. Und HSBC hat nochmal von 28 auf 100 gesenkt. Aber wie gesagt, beide Senkungen, beide halt negativ gestimmt für den Wert. Und wie gesagt, wir haben Preisdruck am Modemarkt, sehr hoher Wettbewerb und weniger umgesetzt in den Metropolen infolge der Terroranschläge. Und was auch noch ein Punkt ist, wenn wir einen recht milden Winter haben, dann werden auch mehr weniger Waren abgesetzt und müssen wir mal gucken, wie sich der Winter entwickelt. Das könnte auch nochmal ein Punkt sein, der den Preis drückt. Also hier eine Verkaufsempfehlung. Hugo Boss. Können uns ja mal den Kurs nochmal auf längere Sicht ansehen. Aber wir sehen hier auch, wir waren hier schon bei 120 Euro und also der Kurs ja schon sehr lange gebeutelt. Hat hier von 120 auf 70 verloren. Das ist ja schon fast die Hälfte. Letzte Empfehlung. Bevor wir zum China Special kommen. Das ist die Expedia. Und seht ihr das die Firmenzentrale in, ich glaube, das ist Oregon, USA. Mal spekulativ bei. Der Wert hat mit einem Anstieg beim Ertrag pro Aktie auf und zwar auf 50,63% in diesem Jahr. Das ist wirklich eine ganze Menge. Auf einmal kaufen gesetzt, 157 Dollar. Wir sehen uns gleich den Kurs an. Das Unternehmen ist ja eine Abspaltung von Microsoft gewesen und wir haben eine Reise über Expedia gebucht und man hat 2015 für sage und schreibe 6 Milliarden Dollar aus City, Orbitz Worldwide und HomeAway. Gut, sagt mir jetzt alles nichts, aber das hat seinen Wert gehabt. 6 Milliarden Dollar hat man dafür ausgegeben. Und nochmal so zum Überschlagen. 810 Milliarden Dollar werden bereits für Reisebuchung online getätigt. Also, schauen wir uns mal den Kurs an von der Expedia. Kürzel ist NDQ, ist ein Nasdaq-Wert. EXPE. Schauen wir mal hier in der 4-Stunden-Ansicht. Da muss man ein Stück weit scrollen, damit man das Low-Up findet. Hier ist es nämlich. Knapp hier bei 70 Dollar. Und das High haben wir gesehen bei 140. Ist es leicht wieder zurückgekommen. Wir müssen abwarten, ob der Bereich hier bestätigt wird bei 117. Und wenn das der Fall ist, dann können wir ja durchaus wieder die 140 sehen. Das wären also fast noch 23, ja, 23 Dollar da drüben. Hat aber eine schöne Entwicklung genommen. Also meine fünfte Empfehlung hier, die Expedia zum Kaufen. Kommen wir zu den Börsenterminen bis nächsten Mittwoch. Ja, was haben wir da noch? Arbeitsaufträge in Deutschland haben wir noch am morgigen Donnerstag. Einzelhandelsumsätze. Ja, und dann die Arbeitslosenquote in der EU. Seht ihr hier für den Dezember. Ist schon recht hoch, ne? 10,7%. Ich glaube, in Deutschland ist sie halb so hoch. Also wir sind wirklich da noch ganz gut dabei. Am Freitag dann die Industrieproduktion in Deutschland und dann haben wir hier noch die Handelsbilanz. Ich denke, der wird aber ebenfalls wieder positiv ausfallen.
Und hier ganz wichtig, hier die Arbeitslosenquote. Und zwar in den USA für Dezember. Wie gesagt, heute hatten wir ja die Daten für die Non-Farm-Arbeitsplätze ja gesehen. Das ist ja mal so ein Frühindikator für eigentlich die Daten jetzt, die kommen am Freitag. Arbeitslosenquote, 5% wird erwartet. Das ist auch schon fast Vollbeschäftigung. Und am Samstag dann ja, melden die Chinesen ein paar Daten. Verbraucherpreisindex, also hier die Inflationsrate. Und ja, dann am Mittwoch, das haben wir ja noch wichtig, Handelsbilanz. Ja, recht übersichtlich bis nächsten Mittwoch. Nichts Gravierendes mehr. Okay, kommen wir mal zum China-Special. War ja versprochen für heute. Wie gesagt, Kai Jin hatte ja die Einkaufsmanager-Index-Daten herausgegeben und ja, die waren zum 10. Mal in Folge gefallen und gar nicht gut aufgefasst. Man hatte damit erwartet, dass sich der Einkaufsmanager-Index beruhigt und wieder ansteigt nach dem letzten Fall. Aber der 7% Kurs minus in Shanghai und Shenzhen, das ist eine, ich glaube, 20-Millionen-Metropole, im Inland. Ja, daraufhin wurde Handel ausgesetzt und das geschieht bei minus 5%. Das hat man dann gemacht für 15 Minuten. Und wie ich schon angedeutet habe, am Dienstag dann Intervention der Zentralbank und die staatlichen Fonds haben dann Stützungskäufe getätigt in Höhe von fast 19 Milliarden Euro. Ja, und auch die Börsenaufsicht, die heißt CSRC, hatte das Verkaufsverbot für Großaktionäre verlängert, also damit da auch nicht weiter Kursverluste mit einhergehen. Ja, aktuelles Wachstum in China, 6,9, 7 hatte man erwartet. Das sind natürlich nicht mehr die Raten aus der Vergangenheit, aber immer noch sehr, sehr hoch. Und das ist ja auch immer vom vorausgehenden Wert aus immer noch eine sehr hohe Steigerung. Und aber der Markt hatte halt mehr erwartet. Und so ist es so, dass bereits sehr viel Kapital den chinesischen Markt verlassen hat. Im vierten Quartal alleine 150 Milliarden. Schauen wir uns nochmal die Exporte aus Deutschland nach China an. Die Quelle ist hier merix.org. Das ist so ein Forschungsinstitut bezüglich deutsch-chinesischer Wirtschaftsbeziehung und Merix Mercator Institute for China Studies, genauso wird es genannt, zeigt ja eindeutig, dass aktuell auch die Exporte zurückgehen. Das sieht man hier. Ja, von 14 auf 15, leichter Rückgang. Und ja, so sind die Außen deutscher Waren nach China in den ersten drei Quartalen 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6% gesunken. Das erste Mal, nachdem wir eigentlich vorher fast nur Anstiege gesehen haben. Und ja, für das Gesamtjahr ist dann zum ersten Mal seit der asiatischen Finanzkrise von 1997 ein Rückgang möglich der Gesamtexporte nach China. Ja, Grund hierfür ist insbesondere die geringere Nachfrage nach deutschen Maschinenanlagen und ja, Kfz und Auto. Und darum leiden auch aktuell auch unsere Autowerte. Wir gucken uns an, welche Werte im DAX insbesondere vom China-Handel insbesondere sehr stark betroffen sind. Gucken wir gleich auf der nächsten Folie an. Und ja, was sind die Auswirkungen? Für deutsche Maschinenbauer zum Beispiel ist zum ersten Mal seit 6 Jahren der amerikanische Markt wichtiger als der chinesische. Exportanteil USA 10,7. China 10,3. Genau, das ist eine wirklich interessante Aufstellung, hatte ich gefunden in der Wirtschaftswoche. Und ihr seht hier den Umsatzanteil einzelner DAX-Unternehmen, also der Umsatzanteil, der China ausmacht. Und je höher, desto stärkeren Einfluss natürlich auf Umsatz und Ertrag. Grün dargestellt, noch relativ gemächlicher oder geringer Einfluss, schwarz ein mittlerer Einfluss und rot dann schon sehr starker Einfluss. Also Lufthansa macht das China-Geschäft 5% aus und besonders stark betroffen hier die Autotitel Daimler, BMW und VW. VW insbesondere 37%, das ist natürlich sehr viel. Aber es liegt natürlich auch daran, dass man da sehr stark präsent ist
Und ja, auf der anderen Seite am zweitwichtigsten Automarkt in den USA nicht so Fuß fassen konnte bisher. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das alles natürlich aufgezeichnet, morgen auf YouTube. Kann man sich die einzelnen Werte nochmal angucken und auch die Empfehlung für die kommende Woche, für den nächsten Mittwoch. Ich bedanke mich bei euch erstmal, bleibt noch dran für den anderen Tag. Ich wünsche euch erstmal nochmal einen schönen Abend und vielleicht, ja, investiert ihr ja in den einen oder anderen Wert, den ich euch empfohlen habe. Vielen Dank!